Okay. Ich gehe erstmal hier weiter. Was ist das denn? Okay, ich glaube, das soll nicht so sein, dass die Tür dann dahin verschwindet. Diese Tür. Die soll normalerweise nicht da sein. Toller Bug. Dass wir wieder einen finden, hätte ich... War mir irgendwie klar. Dass, Lärm wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch, sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt merkt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Okay, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Gericht. Aber gab es denn kein Gericht denn in Rapture? Haben die das alles dann unter sich dann irgendwie gelöst oder geregelt? Oder wie war das? Gab es sowas wie Gerichte dann nicht? Gesetze meine ich, muss es ja gegeben haben. Oder gab es keine Gesetze? Wir werden wieder geboren. Aber es muss doch irgendwie ein System dahinter gesteckt haben, wie das funktioniert, weil sonst, ich meine, hier ist ja eh alles im Bach untergegangen, aber wie hat das denn am Anfang funktioniert alles ohne Gesetzsystem und tralala? Okay, ich geh mal hier gucken, wo wir hier hinkommen. Eine Familie gründen ist was ganz Natürliches. Aber hier unten muss man ja ums Natürlichste. Lärm wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Das haben wir schon gehört. Rapture. Das haben wir noch nicht gehört. Rapture ist ein Paradies des Egos, Eleanor. Unter Ryan singt eine ganze Stadt das Loblied auf Habgier und Stolz. Aber die Wahrheit liegt im Körper. Schon sind sie es langsam leid, in fruchtlosem Konkurrenzdenken gegeneinander zu arbeiten. Sieh dir die gekrümmten Rücken an, die verzerrten Gesichter. Ryan hat uns mehr versprochen, scheinen sie zu sagen. Woran sollen wir jetzt noch glauben? Und Eleanor, es ist an uns, das zu beantworten. Eieieiei. Die haben gut zusammengepasst, die beiden. Ryan und die doofe Lamb. So, bevor ich den jetzt anklicke, durchsuche ich mal eben hier alles. Fernseher. Seht ihr? Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Wir behalten, was uns gehört. Das klingt wie alles so gleichgültig, ne? An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee. Und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aha. Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Naja. Und bei denen war das einfach so, er erhebt sich und Wissenschaftler sind dann besser als wie das normale Volk, oder wie? Auch ein bisschen eine dumme Ansicht, ne? Also sind dann Wissenschaftler besser wie normale Menschen, die einfach nur hier leben. Bisschen dumm die Ansicht, finde ich. Aber gut, Kaffee trinken wir mal einen Schluck. Ein Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Aber Kunst, welchen
Dienst, oder welchen Zweck hat denn Kunst im Prinzip? Eigentlich gar nichts, ne? Weil es ist ja nur, Kunst ist halt da, um es erstens zu verkaufen vielleicht, oder vielleicht halt, um halt es darzustellen. Du wirst dir noch wehtun. Das ist ein Grafikbug. Hallo? Mhm, Tumult. Wo ist der hin? Okay. Da steht doch einer, oder? Ach nee. Da sitzt Ryan schon wieder als Roboter. Oh, guck mal an. Wie komme ich denn da runter? Wo geht's denn? Hä? Wo geht's denn hier? Achso. Achso, hier hätte ich den umgehen können wahrscheinlich. Mhm. Hier geht's nach unten. Hier liegt eine Fallen. Okay, Fallenmine haben wir genug von. Ich hack mal eben den Automaten. So, was kriegen wir da? Wir kriegen Nieten. Haben wir voll. Okay, ich möchte aber gar nichts irgendwie großartig kaufen. Ich möchte wieder ein bisschen sparen, denn wir können mal so langsam irgendwann mal wieder ein Upgrade finden für unsere Waffe. Das wäre ganz geil, damit wir ein bisschen mehr Munition und sowas sammeln können. Okay. Bot Shutdown für Alarm. Mhm, Ausgangssperre. Hier ist irgendwas am Funkeln. Entweder ist das oben. Ich hoffe, das kommt da gleich noch. Gucken wir mal, wo kommen wir jetzt hin? Okay, er sitzt immer in seinem Büro und bla bla und man mimt immer den besten Mann aller Zeiten. Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Und Ideen sind hier unantastbar. Moin, da wären wir ja alle wieder. Ja, aber wir sind schon ein bisschen länger dabei. Hallo Popokop. Willkommen zum Live-Let's Play von Bioshock 2. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Naja. Keine Ahnung, ich mag eigentlich normalerweise immer die gute Seite. Bin kein Freund von schlechten Seiten. So. Kurz die Schränke durchsuchen. Bandagen. Mhm. Tisch durchsuchen. Aspirin nehmen wir mit. Wartenschrank, Bohrertreibstoff, sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein Safe. Den ich mal hacken werde. Ich versuch mal. Nein! Alter, aua! Weiß. Okay, der gehört jetzt zu unserer Seite. Ist das der zu uns gehört? Der Grüne ist unser, ne, oder? Okay. Gut. Hat sich definitiv gelohnt. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier mal die Little Sister vielleicht mal wegbringen. Ich trau mich seit dem letzten Teil, seit dem ersten Teil traue ich mich gar nicht mehr so rasch voranzurennen. Ich habe immer so ein bisschen Angst.
Zirkus der Werte. Den hacken wir mal. Einmal. Und wir kriegen einen Verbandskasten. Ich werd bekloppt. Ja, willkommen im Zirkus der Werte. Ich will aber nichts kaufen. Also ich will mir das Geld immer noch ein bisschen sparen. Okay, wir können uns vielleicht ein Medikit kaufen. Dann haben wir drei. Weil Medikits können wir echt gut gebrauchen hier. Ich höre immer noch was funkeln. Ah, hier. Wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Ich bin unschlüssig. Das war schon im ersten Teil so. Ich werde sie retten. Ich werde sie retten, so wie auch in den ersten Teilen. Aber wir brauchen Adam. Wir brauchen auch Adam, um weiterzukommen. Das ist ja das ist so dieser Nachteil an dem ganzen Gedöns. Weil wir müssen echt stärker werden und mächtiger. Weil wer weiß, was uns da im großen Finale erwartet bei Bioshock 2. Bei Bioshock 1 war es ja schon echt knapp am Limit. Da habe ich echt schon so ein bisschen gehadert. Habe gedacht, wir schaffen das nicht. Aber komm, die erste retten wir jetzt. Und dann schauen wir mal. Ich bin erleuchtet. Ist jetzt schon... Hoppa. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. So, neues Ziel. Kaufe das Abfackelplasmid in der Hall of Fame. Ja, natürlich. So. Jetzt werden wir bestimmt Gesellschaft bekommen, wenn wir nach oben gehen. Also wahrscheinlich Kundschaft. Gucken wir mal. Ich höre da schon einen wieder. Ich höre da schon wieder irgendwo welche. Ich hab's gewusst. Alter! Wo ist die andere? Alter, uah! Gott. Wo ist die alte hingeflogen? Ah, hier. Die hat aber nichts bei sich, verdammt. Wählst du mal die Nienpistole aus? Dankeschön. So. Boah, wir nehmen aber auch viel Schaden, ne? Das ist echt Hammer. Verdammt. Aber yeah. So, warte mal, den nehmen wir noch mit. Was warm haben wir? So. Grafisch ist das auf jeden Fall schon besser wie der Teil 1. Also das auf jeden Fall. Ich freue mich echt auf Teil 3. Ich bin gespannt, weil Teil 3, wie gesagt, habe ich nie gespielt. Und Teil 2 hier, bin ich ja jetzt schon auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich noch nie gewesen bin. Habe ich ja nie durchgespielt. Teil 1, ja. Aber Teil, 2, nein. Da bin ich jetzt hier auch im neuen Bereich. Das ist alles auch für mich Neuland. An der Oberfläche verfolgen eure Eltern ihre privaten Pläne und setzen ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Mhm. Was guckt denn da? Achso, gar nichts. Nein, es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Oh, hier sind aber die Hände. Achso, okay. Ist der Raum irgendwie... Hat der irgendeine Bedeutung, der Raum? Komme ich da... Ah, warte mal, ich komme bestimmt hier oben hoch. Ich
probier's mal. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Wer ist das denn? Kommt mir sehr bekannt vor, die Leiche. Als ich das letzte Mal nachgezählt habe, waren es 2 Wochen. 2 Wochen sitzen wir jetzt in diesem verdammten Park hier in der Falle. Viertel hat sich von uns abgesetzt. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Die Kinder brauchen all unsere Vorräte. Sie haben sie nötiger als ich. Ich weiß nicht, was werden soll. Ich werde immer schwächer. Die Kinder haben meinen Zustand natürlich bemerkt. Sie hören nicht mehr auf mich. Was passiert, wenn ich sterbe? Dann sind sie ganz allein. Alter! Wo kommen die denn her? Ich versuche nur rumzukommen! Das sind die größten Sprüche der YouTuber-Szene. Ich versuche nur rumzukommen, über die Runden zu kommen. Das ist der größte YouTuber-Spruch. So. Ich glaube, ich sehe was Schönes. Da werde ich mal schauen. So, bevor ich jetzt da dran gehe, mal eben kurz hier das Tonband nochmal hören. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja, er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage, was? Und er grinst mich mit seinen $1000-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Okay. Uah, geht aus dem Weg. Okay, wir haben ein Waffen-Upgrade. Das werden wir natürlich nutzen. Ich schau mal eben, womit haben wir denn jetzt echt am meisten? Wir haben jetzt wirklich mit dem Bohrer so gut wie gar nicht eigentlich, ne? Muss unbedingt ein niedriges Update besitzen, um dies freizuschalten. Was ist das denn? Ein großer elektromagnetischer Dynamo wird durch die Drehung des Bohrers angetrieben. Projektile werden zum Angreifen zurückgeworfen, während sich der Bohrer dreht. Aha. Die Maschine wird deaktiviert, sobald ein Upgrade durchgeführt wurde. Okay. Erhöht den Schaden des MGs, reduziert den Rückstoß von dem MG. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig. Ob wir den Bohrer... Ich mache den Bohrerschaden. Komm, ich hab's gesagt. Wir machen den Bohrerschaden. Yeah. Uhu. Kann ich nochmal reingucken? Ah, nee. Okay, ist geschlossen.